Hallo und herzlich willkommen bei Malen mit Anke. Schön, dass du da bist. Und heute zeige ich euch, wie ihr eine ganz zauberhafte Deko-Idee umsetzen könnt. Ihr braucht dafür eine Schablone und einen Malgrund. Ich habe hier eine Astscheibe. Und mit schwarzer Acrylfarbe tupfe ich mit einem einfachen Pinsel die Farbe auf. Da verwende ich kein zusätzliches Wasser, sonst läuft die Farbe unter die Schablone, also es ist ein trockener Farbauftrag. Es gibt auch Spezialpinsel, die du extra für die Schablonentechnik kaufen kannst oder du kannst es auch mit einem Schwamm machen. Mit Weiß kannst du jetzt noch Schnee malen und anschließend kannst du da noch ein Schleifchen zutun, eine Schnur, ein paar schöne Holzkügelchen und dann ist deine Deko ganz zauberschön. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Alles Liebe, deine Anke.